Okay. Herr von Donani, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr von Scheide. Sie können beginnen. Okay. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann begrüße ich Sie noch einmal hier auf diesem elektronischen und digitalen Wege. Mein Name ist Jürgen zur Heide immer noch. Und ich freue mich, dass ich jetzt ein Streitgespräch nur ankündigen darf. Ich habe weder die Rolle des Mikrofonhalters noch sonst dazwischen zu gehen, weil mir schon gesagt worden ist, die beiden Protagonistin reden wunderbar miteinander über die spannende Frage, die unser Thema etwas erweitert, mehr Bürgerbeteiligung auch in Europa und im Bund. Und da freue ich mich einmal auf Daphne Büllesbach, Humboldt-Viadriner Governance-Plattform, die Geschäftsführerin, die bei uns ist. Erstmal seien Sie uns herzlich willkommen. Und Klaus von Donani, den ich kaum vorstellen muss, unter anderem Beiratsvorsitzender bei Wegweiser. Auch Herr von Donani, seien Sie uns herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir haben uns so verständigt, ich bin quasi nur der Schiedsrichter, wenn ich das Gefühl habe, aber das wird kaum passieren, dass ich hier eingreifen muss, haben Sie jetzt bis 15 Uhr 45 Zeit, über dieses wichtige Thema zu reden. Ich werde am Ende mir erlauben, wenn wir 5 Minuten vor Ende dieser Session sind, zu sagen, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Ansonsten freue ich mich darauf und ich glaube, Frau Büllesbach, wir haben uns so verabredet, dass Sie beginnen wollen mit dem Thema. Insofern nochmal herzlich willkommen. Sie haben das erste Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Zurheide. Ich freue mich, dass ich da bin. Vielen Dank auch für die Einladung zu dem Streitgespräch. Ich freue mich. Und ich freue mich natürlich auch über das Thema. Ich habe, bevor ich bei der Humboldt-Viadriner Governance war, eine Organisation mit gegründet und mit aufgebaut, die heißt European Alternatives, die sich vor allem dem Thema verschrieb, wie können wir eigentlich in Europa transnationale Demokratie fördern und aufbauen, wie können wir es sozusagen schaffen, sowas wie ja eigentlich wirklich als Europäer zu agieren und nicht nur als die Summe der Nationalstaaten, die wir in Europa sind. Das ist ein abstraktes Thema, das haben wir versucht zu konkretisieren und herunterzubrechen für Bürgerinnen in Europa, dazu kann ich auch noch mehr sagen, aber das ist so ein bisschen mein Hintergrund, mit der ich auch schon früher mit der Bundeszentrale kooperiert habe und warum ich dieses Thema auch schon lange begleitet und fasziniert und es auch tatsächlich als eine Aufgabe sehe, der wir uns, oder der ich mich jetzt schon seit vielleicht 10 Jahren verschreibe und der ich mich noch wahrscheinlich viele weitere Jahre verschreibe. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt heute... Sie haben auch noch viele weitere Jahre, wie Sie aussehen. Hoffentlich. Und genau, das heißt, wir sprechen über Demokratie, wir sprechen über den Zustand der Demokratie in Europa, wie können wir Partizipation fördern, was heißt das, zu partizipieren und wie geht das? Das finde ich ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, das Lokale mit dem Transnationalen zu verknüpfen und ich glaube, das ist eine Kernfrage der Bürgerpartizipation in Europa, weil es natürlich nicht einfach von oben herunter passieren kann, sondern es muss von unten erwachsen. Und ich glaube, es ist heutzutage vielleicht einfach, erstmal pessimistisch auf den Zustand der Demokratie zu blicken, weil wir tatsächlich, also zumindest für mich ein Ereignis, was mich sehr erschüttert hat, war natürlich der Einzug der AfD in den Bundestag und die Zunahme von, also die Zunahme von positivere Wahlergebnisse für rechtspopulistische, populistische Parteien und auch dem Vormarsch von Autoritarismus, den wir natürlich auch in, zum Beispiel in Ungarn sehen und der für mich eine Gefahr bedeutet für Demokratie in Europa. Und auch die Polarisierung der Gesellschaft, die wir sehen oder durch die Debatte um Echokammern und natürlich nicht zuletzt auch immer diese, der Zeitdruck, der sehr stark suggeriert wird und der aber auch tatsächlich besteht, der tickenden Zeitbombe des Klimawandels. Ich glaube, das sind auf jeden Fall starke Druckpunkte für die Demokratie. Und gleichzeitig denke ich, dass dieser pessimistische Blick auch fast immer in gewisser Weise eine Überschätzung der politischen Souveränität, also eine Fokussierung auf den Zustand der staatlichen und ökonomischen Mächte darstellt. Und ich glaube, es auf die Vorstellung also, dass die Welt letztlich nur im Handeln von Regierungen und Institutionen organisiert und begreifbar wird. Damit ist in gewisser Weise die soziale Welt irgendwo außen vor. Und gleichzeitig haben wir aber gesehen, dass in den letzten Jahren, vielleicht seit 2011, weltweit
Demokratiebewegungen und soziale Bewegungen sehr stark geworden sind und vor allem auch transnational geworden sind. Ich glaube, da ist eine neue Qualität entstanden in diesen sozialen Bewegungen, Bürgerbewegungen, die von unten entstanden sind, natürlich zu Beginn mit dem arabischen Frühling, aber auch heute weiterentwickelt zu der internationalen Frauenstreikbewegung, die tatsächlich sehr international ist, in Chile, Südamerika, in Asien. Und ich glaube, diese sozialen Bewegungen sind mehr als das. Also sie sind nicht nur sozusagen die Entladung von Ohnmachtsgefühlen, wie sie vielleicht häufig dargestellt werden, sondern sie sind auch ein Zeichen für mich eigentlich für die Lebendigkeit der Bürgerinnen und Bürger und ihrem Willen nach Mitbestimmung und Beteiligung. Also das vielleicht erstmal vorab, dass es für mich Gründe gibt, sowohl pessimistisch zu sein als auch gleichzeitig optimistisch. Und ich versuche oder wir ja vielleicht auch optimistisch sein wollen und ich deswegen erstmal darauf den Blick lenken möchte. Ich habe es schon erwähnt, welche Bewegungen es da gibt, die sehr stark geworden sind und tatsächlich auch das Transnationale so in den Vordergrund stellen. Fridays for Future habe ich noch nicht genannt, aber ich glaube, die sind natürlich vielleicht als erstes, werden sie immer genannt. Das ist wirklich eine Bewegung, die international stark ist, die sehr international vernetzt ist, natürlich auch durch das Internet möglich gemacht. Und so eine breite Bewegung, die so international, die mit den gleichen Forderungen nach vorne geht, das gab es in der Vergangenheit so noch nicht. Was vielleicht auch interessant ist, jetzt auch noch mal zuletzt, was wir in Belarus gesehen haben, Demokratiebewegung dort, dass sehr häufig auch Frauen vor allem an vorderster Front in diesen Bewegungen kämpfen. Und was heißt das sozusagen für uns in Europa und wie können wir Partizipation fördern? Das heißt sozusagen einerseits, dass es, was ich gerade gesagt habe, dass es tatsächlich, glaube ich, einen sehr starken Ausdruck gibt, teilzunehmen und einfach auch die Brisanz der Themen heute dafür stimmt, dass wir Bürgerinnen einerseits sozusagen uns stärker einmischen wollen und dass aber auch Wege geschaffen werden müssen, um diese Partizipation auch zu konkretisieren. Und ich glaube, dafür haben wir tatsächlich auch viele gute Beispiele in den letzten Jahren gesehen. Ich habe gerade noch mal gelesen, dass eine aus einer OECD-Studie gezeigt wurde, dass vor allem das Instrument der Bürgerräte, das ist ja eines der Instrumente für Bürgerpartizipation, in den letzten Jahren sozusagen ausgebaut wurde. Also es haben viel mehr Bürgerräte stattgefunden. Was, glaube ich, tatsächlich darauf beruht, dass wir in der Aushandlung von Zielkonflikten eben die Beteiligung von Bürgerinnen brauchen und vor allem auch die Politik gemerkt hat, dass sie erfolgreicher sein kann, wenn sie so ein Instrument wie einen Bürgerrat zum Beispiel vorschaltet, um dann effektivere Lösungen bzw. Entscheidungen auch zu treffen. Und ich denke mal, das Thema Klimawandel ist wahrscheinlich eines der Themen, in dem wir diese Aushandlung von Zielkonflikten sehr deutlich sehen, wenn wir sagen, wir müssen irgendwie das Thema soziale Gerechtigkeit mit der Verantwortung für die Umwelt und auch für zukünftige Generationen in Einklang bringen. Also, und, ja. Genau. Ja, Sie können gleich gerne weitermachen. Ich wollte nur noch einen letzten Punkt sagen, weil ich das noch einen spannenden Aspekt finde, dass gerade in Europa ja auch eine Debatte geführt wurde, die angestoßen durch die Kommission von Frau von der Leyen versucht, tatsächlich zum ersten Mal auch in Europa auf der transnationalen Ebene the Conference on the Future of Europe umzusetzen, die eben genau darauf basiert, dass sie sagt, wir wollen Bürgerinnen und Bürger in Europa direkt in diesen Konferenzprozess einbinden und deswegen sozusagen jetzt auch in dieser Kommissionszeit tatsächlich ein neuer Versuch gestartet wird, hier Bürgerbeteiligung europäisch auch zu realisieren. Da können wir auch vielleicht noch mal später drauf eingehen, aber jetzt gerne erstmal Sie, Herr von der Leyen. Ja, vielen Dank für diese interessante Einleitung. Also es besteht ja überhaupt gar kein Zweifel, dass die sozialen Bewegungen transnational sind. Darüber können wir auch und sollten wir nicht streiten. Das ist so. Das ist übrigens nicht neu. Das war im 19. Jahrhundert auch so. Das heißt, wenn sich die Welt so entscheidend verändert, wie das unter dem Druck der Globalisierung und der Folgen der Globalisierung, zu denen ja auch der Klimawandel gehört und so weiter,
und der Digitalisierung. Also wenn es solche tiefgreifenden Veränderungen gibt, dann gibt es soziale Veränderungen, gibt soziale Spannungen und daraus entstehen dann natürlich auch Bewegungen und die sind dann, da die Globalisierung die ganze Welt im Augenblick erfasst, sind die auch transnational. Also da gibt es keinen Zweifel, das ist so und da haben Sie völlig recht. Dass man die Bürgerrechte in den verschiedenen Ländern stärken sollte, da gibt es auch keinen Zweifel. Es ist auch so, ich glaube, wir können auch einig darüber sein, dass die Wahl zu den Parlamenten doch sehr problematisch ist. Also etwa die Hälfte der Mitglieder des Deutschen Bundestages gehören auf die eine oder die andere Weise entweder als Beamte oder als Angestellte im öffentlichen Dienst oder als Angestellte in der Nähe des öffentlichen Dienstes, gehören sozusagen, die Hälfte der Leute gehören eigentlich gar nicht zu dem in der Bevölkerung an sich relativ kleinen Anteil von derart Beschäftigten. Also wir haben in dem klassischen Wahlverfahren auch keine wirkliche Repräsentation. Deswegen gibt es ja auch den Vorschlag, diese Wahl völlig abzuschaffen und stattdessen ein Random-System zu machen, ein Zufallsystem, was so ähnlich funktioniert, wie wenn Sie Schöffen wählen. Das heißt, dass also jeder, der einfach ausgewählt wird, der muss das dann machen. Ja, und so haben Sie dann eine repräsentative Besetzung des Parlaments, allerdings lauter Leute, die es auch zum Teil nicht machen können. Was wollen Sie mit einem Kleinunternehmer machen, der zu Hause oder im Geschäft tätig sein muss und der kann nicht 5 oder so viele Jahre im Parlament sitzen? Also das ist eine Idee, die zeigt, wie schwierig die heutige Repräsentation ist und wie problematisch und die doch auch wiederum keine wirkliche Antwort zeigt. Im Übrigen muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen Entscheidungsprozessen in einer Demokratie und Bürgerbeteiligung. Natürlich kann man Bürger auf alle mögliche Weise heranziehen, zur Meinungsbildung und so weiter. Man sollte auch, man muss das tun. Aber das ist eine andere Frage als die sogenannte direkte Demokratie oder die Referenden. Und dazu muss man, glaube ich, wissen, wenn man da über Europa redet, und wir sollten das jetzt vielleicht stärker auf Europa konzentrieren, dass Demokratie genauso wie alle anderen Formen von Regierungen ein gewisses Maß von Legitimation brauchen. Das ist was anderes als Legalität. Die Legalität ist die Anwendung des Rechtes. Legitimation heißt, dass in einem Raum, der auch öffentlich bestimmt ist, in dem es also eine Öffentlichkeit gibt, ein gemeinsamer Wille hergestellt werden kann. Und nun muss man, glaube ich, ganz eindeutig sagen, es gibt in Europa keine Öffentlichkeit. Darüber klagen viele. Diese Öffentlichkeit kann es auch eigentlich gar nicht geben. Sie haben, ich weiß nicht was, 25 verschiedene Sprachen heute in Europa. Und bis darauf, dass die Luxemburger und die Belgier sich zum Teil und die Holländer auch mit dem Deutschen abfinden können, einigen wir uns eigentlich in Zukunft auf eine Sprache, auf eine Öffentlichkeit, wenn Sie so wollen, in einer Sprache, die gar nicht mehr zu unserem Europa, also zur EU gehört. Nämlich wenn der Brexit vollzogen ist. Wir einigen uns auf Englisch oder Amerikanisch, je nachdem. Aber wir haben in diesem Sinne keine wirkliche Öffentlichkeit. Demokratie bedarf aber der Legitimation für ihre Entscheidungen. Diese setzt eine öffentliche Meinung als Ursprung voraus. Und diese öffentliche Meinung setzt eine Öffentlichkeit voraus. Und es kann diese Öffentlichkeit in Europa gegenwärtig nicht geben, weil ich weiß nicht, vielleicht 95% der Deutschen kein Französisch verstehen, vielleicht sind 98% und vielleicht 95% der Franzosen kein Deutsch verstehen. Sie haben dort keine Öffentlichkeit. Und wenn Sie keine Öffentlichkeit haben, keinen öffentlichen Raum, in dem Meinungen gebildet werden, dann können Sie auch aus meiner Sicht dort keine Referenden abhalten. Also die direkte Demokratie ist nicht die Antwort, sondern die Antwort besteht darin, in Europa eine Öffentlichkeit herzustellen. Und das geht vielleicht am ehesten, indem man in den einzelnen Öffentlichkeiten, also in der französischen, in der deutschen, in der italienischen, in der spanischen, in der dänischen, wie auch immer, indem man dort sozusagen mehr informiert wird über das, was die anderen Öffentlichkeiten beschäftigt. Ist allerdings nicht leicht, denn wenn Sie in Europa 27 oder in Zukunft vielleicht 30 Mitgliedstaaten haben und über jeden dieser sollten die Nachrichtensysteme, ob nun über Handy oder ob nun über die öffentlichen, über die Medien, die Druckpresse oder über Fernsehen und Radio, über 27 verschiedene zu informieren, ist schwierig. Und ich glaube nicht, dass Sie in Dänemark Dinge verwirklichen können, die einer Mehrheit von Italienern, Griechen, Portugiesen und Spaniern vielleicht entspricht.
Also ich halte gar nichts von dem Ansatz direkte Demokratie in Europa, überhaupt nichts, kann auch nicht funktionieren. Aber ich halte etwas davon, die Öffentlichkeit in Europa zu stärken und mehr zu wissen über die Interessen unserer Partner und mit diesen Partnern dann gemeinsam den Versuch zu machen, gemeinsame Entscheidungen herbeizuführen. Ob nun vornehmlich im Europäischen Parlament, was ich etwas problematisch finde, oder vornehmlich im Rat, was ich für praktischer und richtiger halten würde, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube nicht, dass es also eine direkte Demokratie im Sinne dessen, was Sie, sage ich mal, in einer Kommune machen können. Ich bin sehr für direkte Demokratie in überschaubaren Räumen. Also ich habe lange Zeit einen Bundestagswahlkreis gehabt, der bestand aus vielen, vielen kleinen Dörfern. Dort wusste jeder Bürger, was in seinem Dorf und für sein Dorf richtig wäre. Und dort gab es sozusagen direkte Demokratie. Aber das ist schon auf einer Landesebene schwierig. Und es ist nach meiner Meinung schon auf der Bundesebene wäre es falsch. Wir brauchen eine repräsentative Demokratie, bei der die verschiedenen Stufen ausgewählt werden, um Verantwortung zu tragen, weil es nicht möglich ist, einen öffentlichen Raum, eine öffentliche Meinung herzustellen, die so einheitlich sein kann, dass man über ein solches System der direkten Demokratie etwas bewirken kann. Im Übrigen, letzter Punkt, die Referenden, die wir in letzter Zeit gehabt haben, sind nicht gerade ermutigend. Eins davon war Brexit und ich nenne ein zweites, das war der Versuch der SPD, seine Vorsitzenden über eine direkte Demokratie in der Partei zu wählen. Das endete damit, dass Leute gewählt wurden an die Spitze, die die Partei nicht wirklich repräsentieren und die dann am Ende sich gezwungen sahen, einen, den sie vorher bekämpft haben, zum Kanzlerkandidaten zu machen. Also das alles ist nicht sehr ermutigend und insofern sind wir einer Meinung, es gibt eine große internationale Bewegung, die unzufrieden ist mit dem Zustand der Dinge, wie sie sind. Auf die muss man hören, aber das darf man nicht in ein System direkter Demokratie verwandeln. Ja, auf das Beispiel der SPD finde ich interessant, dass Sie das so sehen. Ich bin kein Mitglied der SPD, deswegen habe ich das nur von außen verfolgt und das ist jetzt auch nicht unser Thema, aber ich fand das eigentlich ein ganz spannendes Experiment von außen, dass die Partei sich das spannend, getraut aber hat. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ich finde das tatsächlich, oder es ist nicht meine Sicht, ich glaube, dass es auch nicht produktiv ist, dass wir uns weiterhin darüber in Europa beschweren, dass wir keine Öffentlichkeit haben und keinen öffentlichen Raum. Ich stimme dem so weit zu, dass wir ihn tatsächlich im großen Teil nicht haben, weil er aber auch nicht gefördert wird. Die Europäische Union gibt dafür sehr wenig Geld aus. Ich habe sehr lange in einer Organisation gearbeitet, die genau an diesem Thema versucht hat zu arbeiten und die Mittel dafür sind relativ knapp. Es geht ja darum letztlich, man müsste, also eine große Forderung wäre zu... Was sollte mit den öffentlichen Mitteln der EU denn da gemacht werden? Was ist denn ja, man sollte zum Beispiel, ich wäre sehr stark dafür, dass die Europäische Union einen europäischen Mediendienst einrichtet. Öffentlich-rechtliche europäisches Medienanstalt, so wie in Deutschland ARD, ZDF, sollten wir auf europäischer Ebene haben. Das ist natürlich teuer, weil wir das in sehr vielen Sprachen brauchen und das sollte natürlich nicht auf Englisch stattfinden, das ist mir schon klar. Ich bin für eine Sprachenvielfalt, aber es wäre trotzdem aus meiner Sicht eine richtige Investition zu überlegen, wie wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Europa fördern und damit natürlich auch eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit fördern. Ich glaube aber, dass es sozusagen nicht zielführend ist, dass wir weiterhin uns darüber unterhalten, sozusagen, dass wir sie nicht haben. Also wir müssen sie fördern, das ist klar. Aber ich glaube auch andersrum, und das habe ich auch selber so erlebt, es gibt ja das Instrument zum Beispiel der Europäischen Bürgerinitiative, der ECI, die, würde ich mal sagen, in den letzten Jahren vielleicht noch mehr an ihrem, noch mehr Aufmerksamkeit verloren hat und wird zwar immer noch benutzt, aber auch ich sehe eigentlich nicht mehr so viel Hoffnung in einer Wiederbelebung dieses Instruments. Aber immerhin kann man sehen, dass dieses Instrument, und zumindest auch am Anfang ihrer Phase, auch dazu geholfen hat. Natürlich, also da geht es darum, dass man in mindestens 7 Nationalstaaten in Europa insgesamt 1 Million Unterschriften sammeln muss. Und wenn man diese Unterschriften gesammelt hat, dann darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Darf man an die Europäische Kommission herantreten? Ich würde gerne da mal nachfragen. Wenn Sie diese Entwicklung so betonen, glauben Sie nicht, dass es Gründe dafür gibt, warum diese Entwicklung in den letzten Jahren immer weniger erfolgreich gewesen ist? Bemerken Sie nicht auch, dass ganz außerhalb Europas eine starke
Rückführung in die Regionalisierung stattfindet. Überall. Also Sie haben ja eine Debatte in Kanada über Quebec gehabt. Sie haben eine Debatte in den USA über die Rechte der Teilstaaten und so weiter. Das heißt, die Leute fallen immer mehr zurück und ich finde das verständlich auf den überschaubaren Raum, in dem sie Schutz und Verständnis erwarten. Und ich glaube, dass der Versuch, ich bin ganz dafür, dass die Europäer auch noch eine Medienanstalt schaffen. Ich befürchte, es wird nichts bewirken. Aber man kann das machen und ums Geld sollte es dabei nicht gehen. Denn die Leute sehen ja schon im Gegenwärtig kein öffentliches Fernsehen mehr. Die Jugend zwischen, ich glaube, 15 und 40 hat man jetzt gemessen, die sehen sehr viel mehr Netflix und ähnliche Sachen und YouTube und so weiter, aber nicht die an sich verantwortlichen öffentlichen Medien und lesen auch faktisch keine Zeitungen mehr. Ich glaube nicht, dass die Medienanstalt Hilfen sind, sondern ich glaube eher... Wäre auch nur ein Baustein natürlich. Aber es wäre, Sie haben gefragt, was die Europäische Union machen könnte und das wäre ein Baustein, den die Europäische Union umsetzen könnte. Es wäre für mich auch nicht die Lösung des Problems, aber es wäre zumindest ein Ansatz. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten. Aber mein Punkt ist sozusagen zu sagen, dass ich glaube, wir dürfen sozusagen die Frage, was ist zuerst da? Muss es erst die Öffentlichkeit geben, bevor wir auch direkte Demokratie haben, obwohl ich jetzt hier gar nicht die Verfechterin bin von direkter Demokratie auf EU-Ebene. Das bin ich eigentlich nicht, aber ich bin auf jeden Fall die Verfechterin, dass wir die Partizipationsmöglichkeiten stärken sollten. Und dafür gibt es ja auch andere Instrumente als das Referendum. Ja, aber und darüber, glaube ich, sind wir einig, dass wir Referendum nicht unbedingt als das Gelbe vom Ei sehen. Um es aufzunehmen, Frau Müller, es ist ja so, dass die Demokratie nur entstanden ist, nachdem öffentliche Räume entstanden sind. Nur. Können Sie in die Geschichte der Demokratie über 1000 Jahre zurückschauen? Es gab immer zuerst den Raum der Öffentlichkeit, die öffentliche Debatte, die hat sich dann erweitert, dadurch, dass die Medien, also insbesondere zunächst die Printmedien, sich sozusagen verbreitert haben, auch indem die Leute selber ihre Printmedien herstellen konnten. Also wenn Sie die Geschichte der Demokratie historisch verfolgen, dann werden Sie feststellen, dass es immer erst den öffentlichen Raum, die Öffentlichkeit gegeben hat und dann die Demokratie. Und deswegen kann das auch in Europa nur so funktionieren. Und wir haben in Europa ja keinen wirklich demokratischen Zustand, wenn man mal bedenkt, welche wirklichen Möglichkeiten und Akzeptanzen das Europäische Parlament in den verschiedenen europäischen Ländern hat. Ja, ich würde sagen, das, was ich am Anfang erwähnt habe, das ist ja für mich auch ein Ausdruck von einer demokratischen Bewegung. Ich glaube, das ist tatsächlich, und das, da würde ich Ihnen auch widersprechen, dass es sowas schon mal früher gab. Es gab noch nie so eine Bewegung wie Fridays for Future. Und diese Bewegung ist ja für mich ein Ausdruck vom unbedingten Willen, zu sagen, wir brauchen eine andere Politik. Das ist eine weltweite Bewegung, die geht ja über Europa natürlich hinaus. Aber die ja sozusagen sehr klar macht, sozusagen welche Politik gefordert wird und immer mit diesem Hintergrund, dass es, wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen jetzt was ändern. Und ich glaube, sozusagen diese Dringlichkeit in dieser Situation, in der wir uns befinden, macht die Umstände auch anders, sodass wir sozusagen auch tatsächlich nicht die Zeit haben, jetzt zu sagen, wir müssen diesen Raum erst schaffen, beziehungsweise Fridays for Future schafft für mich auch in gewisser Weise diesen Raum. Und da gibt es schon und das sind vielleicht auch nochmal Unterschiede. Ich glaube, das hat auch mit der, was Sie sozusagen sagen, mit dem Rückzug auf Regionalisierung. Ich würde sagen, es ist viel stärker und es ist auch Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren. Ich habe doch viel mehr gemeinsam mit jemandem als Berlinerin jetzt, mit jemandem, der in Athen wohnt oder in Mailand, als jemand, der als vielleicht mit jemandem, der im ländlichen Raum in Brandenburg wohnt. Also die Gemeinsamkeiten in Europa sind doch schon viel stärker, würde ich behaupten, zwischen Land oder Metropolregion und Land als zwischen den Grenzen. Also für meine Generation und auch für sehr viele andere haben diese Grenzen doch auch, und das war ja auch der Sinn der Sache, viel weniger Bedeutung. Und dass wir uns sozusagen jetzt sprachlich nicht immer verständigen können, das ist sozusagen so angelegt in Europa und das ist tatsächlich natürlich eine Hürde. Aber trotzdem also, sind Gemeinsamkeiten und sozusagen auch das... Sind die verschiedenen Sprachen eine Bürde? Eine Voraussetzung für den gesamten Erfolg Europas. Wenn Europa nicht die Vielfalt gehabt hätte und den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Staaten oder den verschiedenen Regionen mit den verschiedenen Sprachen und den verschiedenen Kulturen, dann wäre doch Europa gar nicht das geworden, was es heute ist. Europa ist das Resultat der Unterschiede und nicht das Resultat der Einheit.
Und wenn man das versucht einzuebnen. Vielfalt in Einheit. Einheit in Vielfalt. Wenn man das versucht einzuebnen, dann zerstört man Europa. Europa lebt von seiner Vielfalt. Und lebt. Aber das müssen wir ja auch nicht einebnen. Dass die Griechen anders denken als die Deutschen, das war die Kreativität Europas. Also da bin ich wirklich, da kann ich Ihnen wirklich nicht zustimmen, dass Sie sagen, Hauptsache wir machen einen Einheitsbrei aus ganz Europa, dann ist es wundervoll. Das kann nicht gut sein. Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass wir einen Einheitsbrei sagen. Ich habe gesagt, ich habe auch nicht von Bürde, sondern von Hürde gesprochen. Ich glaube, mein Punkt ist, dass ich davon überzeugt bin und das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich, glaube ich, mit vielen anderen teile. Würde mich auch interessieren, ob die Teilnehmer anders vielleicht zu sehen, dass ich als Daphne Büllesbach, die hier in Berlin wohnt, als Städterin tatsächlich mehr gemeinsam habe mit anderen Städterinnen in Europa, also wohnen sie jetzt in Athen oder in Mailand, als mit jemandem, der im ländlichen Raum, einfach weil sozusagen das, was die Möglichkeiten, die sich mir in einer Stadt bieten, andere sind als auf dem Land. Das heißt, ich glaube, dass wir viel stärkere Gefälle sehen, auch in Wahlverhalten und so weiter, zwischen Metropolregionen und ländlichen Regionen, als zwischen den Nationalstaaten. Genau, deswegen ist der Punkt, es gibt schon zu großen Teilen transnationale Öffentlichkeiten, weil hier der Austausch stattfindet und dieser Austausch auch über die Grenzen hin stattfindet. Das ist ja auch global so. Also ich meine, das kann man ja noch weiter ausdehnen, dass es auch sozusagen mehr Ähnlichkeiten gibt, vielleicht mit jemandem, der in Los Angeles wohnt oder in Hongkong, als mit jemandem in Neubrandenburg. Aber das ist unbestritten. Das würde ich nie bestreiten. Natürlich ist das so. Es ist übrigens auch, wenn Sie so wollen, unser größtes Problem. Weil natürlich da, wo sich diese Klüfte immer weiter erweitern zwischen Stadt und Land, dort gibt es dann auch eine massive Entwicklung in Richtung Populismus. Das Ergebnis der Trump-Wahl ist das Ergebnis der Unterschiede zwischen den großen Städten und den Metropolen und dem eher dezentralisierten Amerika in der Mitte zwischen, wie man so schön sagt, die Overflow, die Überfliegensgebiete zwischen New York und San Francisco oder Los Angeles. Also das ist unbestritten und das ist natürlich, fühlt man sich eher mit den urbanen Entwicklungen verbunden. Ob das allerdings zur Einheit oder zur Vereinbarkeit und zur Überbrückung von Konflikten in der Politik führt oder ob das nicht eher das Produkt Populismus erklärt, das ist eine andere Frage. Aber der Zustand, den haben Sie richtig beschrieben, da stimme ich Ihnen zu. Das ist ein Zustand, aber er ist nicht wünschenswert. Er ist nicht wünschenswert, dass Sie sagen, also mit Cottbus habe ich weniger zu tun als mit New York. Das ist natürlich ein Problem, mit dem wir dann am Ende in Form von Populismus in Cottbus zu tun haben werden. Ja, genau, deswegen könnte aber die Argumentation dann eher in die Richtung gehen, dass ich zum Beispiel ja dann dafür wäre, dass wir sagen, okay, wir brauchen in Europa Instrumente, um Ausgleich zu schaffen zwischen zum Beispiel Metropolregionen und ländlichen Regionen. Und deswegen wie gesagt, diese für mich eben nicht entlang von nationalen Grenzen laufen, sondern eher entlang von diesen Grenzen. Und dass man dann zum Beispiel sagen könnte, okay, ein gutes Instrument, um auch europäische Identität zu schaffen, wäre ja zum Beispiel eine europäische Arbeitslosenversicherung. Aber das machen wir doch schon lange. Wir fördern über die Grenzen hinweg die Landwirtschaft seit 30 oder 40 oder 50 Jahren in Europa. Und warum? Weil eben dieser Bereich Landwirtschaft der einzige ist, in dem alle Staaten in Europa die Landwirtschaft fördern und ein Wettbewerb über Fördermittel entstanden wäre. Es ist ja nicht so, dass wir mehr Geld in Europa ausgeben für Landwirtschaft als für Forschung. Das ist ja Unsinn. Der Grund ist ja nur der, dass wir die Forschung national gelassen haben und die Landwirtschaftsförderung eben europäisch. Das ist der Grund für die Summen. Wenn wir die ganze Forschung in Europa zusammenfassen würden, dann hätten wir sehr viel mehr Geld für Forschung als für Landwirtschaft. Also das ist, man muss die Statistiken auch vernünftig lesen. Und ich meine, wir haben in Europa in der Landwirtschaft das geschaffen, weil die Grenzen eben nicht entscheidend war, sondern weil das Problem Landwirtschaftsförderung europäisch war, haben wir sehr früh, das ist der alte Mansholt, der das gemacht hat in den 50er oder frühen 60er Jahren, der dafür gesorgt hat, dass es eine gemeinsame Landwirtschaftspolitik ohne Wettbewerb zwischen den Förderregionen gibt. Das war schon ganz gut. Ja, ich glaube, es fehlen Instrumente, die viel stärker vielleicht auch noch in die Lebensrealität der Menschen hineinreichen, wie zum Beispiel eine europäische Arbeitslosenversicherung oder eine gemeinsame Sozialversicherungsnummer. Das wäre jetzt ein symbolisches. Was meinst du? Ich habe nicht verstanden. Eine europäische Arbeitslosenversicherung oder zum Beispiel eine europäische Sozialversicherungsnummer, das
ist ein symbolisch. Darf ich mal fragen, wie Sie die Arbeitslosenversicherung der Schweden, soweit ich weiß, hat Schweden seine Arbeitslosenversicherung als die Bundesagentur für Arbeit, die es bei uns gibt, die ist in Schweden, glaube ich, im Besitz der Gewerkschaften, wenn ich richtig informiert bin. Also wie wollen Sie das denn machen? Die haben völlig unterschiedliche Kulturen. Warum wollen Sie denn die Kulturen einebnen, wenn sie so unterschiedlich erfolgreich sind? Aber nicht, dass wir dadurch Kultur einebnen. Wir haben auch unsere Währung aufgegeben und haben dadurch nicht unsere Kultur eingebüßt. Wir haben einen europäischen, es gibt einen Euroraum und innerhalb dieses Euroraums über mehr Austausch oder beziehungsweise Transfer zu sprechen, finde ich auf jeden Fall eine Debatte, die fände ich eine gute Debatte. Ich kann sie schwer verstehen. Sie wird ja auch geführt. Innerhalb des Euroraums sollten wir, glaube ich, mehr darüber sprechen. Worüber? Also ich glaube nicht, dass sozusagen eine Einführung der Arbeitslosenversicherung eine Einebnung von Kultur bedeutet, weil das auch die Einführung des Euros nicht bedeutet hat. Wir haben unsere Währung abgegeben und das ist für mich sozusagen hatte für mich keine Einbuße. Ich glaube, eher ganz im Gegenteil. Es fördert Identität. Geld können Sie natürlich vereinheitlichen. Schon die Kulturen dahinter sind sehr schwierig. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass in Deutschland zum Beispiel das System der Genossenschaftsbanken, Volksbanken und Sparkassen ein völlig anderes Bankensystem geschaffen hat, mit vielen Nachteilen für Deutschland und dann mit erheblichen Vorteilen. Wir haben dadurch die Dezentralisation in der Nähe der Landwirtschaft, in der Nähe der kleinen Betriebe, durch diese, sage ich mal, eher sozial orientierten Banken. Das hat zum Beispiel Frankreich so nicht und Amerika hatte es auch, hat es aber zum Teil aufgegeben. Und das darf man nicht einebnen. Sie wissen gar nicht, was Sie dann zerstören in Europa, wenn Sie plötzlich sagen, ja, das Bankensystem muss einheitlich sein oder die Arbeitslosenversicherung muss einheitlich sein. Die Arbeitslosenversicherung gibt es bei uns seit über 100 Jahren und woanders ist sie gar nicht eingeführt worden. Also das kann man, wenn, dann kann man über Ausgleiche reden auf dem Finanzwege, aber nicht, indem man also die Sozialkultur in Deutschland ist ein Teil unserer Kultur, gerade so wichtig wie die Malerei oder die Opern. Es ist ein Kulturproblem. Und wenn man das nicht versteht, sondern versucht, das zu vereinheitlichen, dann zerstört man Europa und hilft Europa nicht voran. Ja, ich glaube, das sehe ich tatsächlich anders. Aber um vielleicht ein anderes Beispiel zu nennen, weil natürlich sozusagen, da sind wir uns ja wahrscheinlich einig, wir brauchen ja man bräuchte ja auch den politischen Druck, um sowas durchzusetzen. Und es gibt, glaube ich, gerade keinen gesellschaftlichen Druck, um dieses Thema jetzt, was ich genannt habe, das Beispiel einer Arbeitslosenversicherung voranzutreiben. Gott sei Dank. Aber wo es tatsächlich viel Druck gibt und wo man sozusagen, wenn man auch darüber spricht, das hatten Sie schon mal erwähnt, ne, dass es ein Problem ist, dass direkte Demokratie oder auch Beteiligungsverfahren häufig Entscheidungen verlangsamen. Wenn man sich jetzt anschaut, wie in den letzten Jahren europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik faktisch blockiert wurde und es überhaupt keine Reformmöglichkeit eigentlich in Aussicht steht, sieht man sehr deutlich, dass durch den Druck von sozialen Bewegungen und von Protesten, aber auch von sehr progressiven Städten und Kommunen in Europa der Druck aufgebaut wurde, hier jetzt tatsächlich zu einer Reform zu kommen. Und ein anderes System zu finden wie Europa, das nicht zuletzt auch den Nobelpreis bekommen hat, sich als... Können Sie noch etwas deutlicher sprechen? Sie brauchen immer Ihr Mikrofon, sonst geht es weg. Ich muss das vor den Mund legen. Okay, alles klar. Ja, dass wir als Bürgerinnen das nicht hinnehmen wollen, dass es immer noch so ist, dass an unseren Außengrenzen Menschen weiterhin sterben, um auf den Weg nach Europa zu kommen. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht ein Beispiel dafür, dass hier tatsächlich, es gab hier eine sehr starke Mobilisierung, die sich auch insofern kanalisiert hat, dass es ja jetzt in Europa und in Deutschland hat das Seebrückennetzwerk sehr schön aufgezeigt, auch auf einer Karte, dass es gibt über 150 Städte in Deutschland, ich glaube ja angeführt von Mike Schubert, dem sozialdemokratischen Bürgermeister aus Potsdam, die sagen, wir sind aufnahmebereit und dort ja tatsächlich auch häufig durch Beschlüsse, die wiederum auch von Druck von der Straße und von den Bürgerinnen in den Kommunen getroffen würden, um zu sagen, wir sind ein sicherer Hafen. Und da würde ich sagen, sozusagen ist es eher so, dass hier die Kommunen und die Städte innerhalb dieses Seebrückennetzwerks eigentlich die
die große Politik, die transnationale Politik vor sich hertreiben, weil es natürlich klar ist, es ist was anderes, das im Europarat zu treffen, aber wir sehen sozusagen hier den Druck und ja, natürlich, schauen Sie, es hat niemals politische Fortschritte gegeben, ohne dass es Druck gegeben hat. Das ist so und das muss so sein. Und dass wir in unseren Kommunen sehr dezentral arbeiten können, ist ja unser großer Vorteil. Es wird ja oft auf den sogenannten deutschen Föderalismus geschimpft. Ich weiß nicht, wo Sie in dieser Frage stehen. Ich halte ihn für ein zentrales Element des deutschen Erfolges über die Jahrhunderte. Und diese Dezentralisation in Deutschland, die geht ja schon zurück auf die freien Reichsstädte. Die waren ja auch sehr demokratisch. Also wenn Sie Hamburg nehmen, wir hatten im Jahr 1565 die erste Kontrolle von Bürgern gegenüber dem Senat in seinen Finanzausgaben. 1565, da hat der englische König seine erste oder zweite Frau noch geköpft, weil sie keinen Knaben gebären konnte. Also wir waren schon sehr demokratisch, das ist aber unsere Kultur. Und andere haben diese dezentrale Kultur nicht, darunter leidet zum Beispiel gegenwärtig Frankreich. Also ich warne davor, dass wir den Versuch machen, Europa zu vereinheitlichen, an allen Ecken sozusagen versuchen, eine gemeinsame Schablone zu finden. Das würde Europa nur zerstören. Und Sie haben mit Recht gesagt, dass Kommunen bereit sind, solche Flüchtlinge aufzunehmen. Aber das Problem, was die Bundesregierung hat, ist, dass sie sagt, wenn wir das jetzt in großem Umfang tun, dann gibt es niemals eine europäische Lösung, weil dann die anderen Europäer sagen, die Deutschen werden es schon machen und dann brauchen wir nicht dabei zu sein. Also das ist eine wichtige politische Überlegung, die die Regierung hat und keine unmenschliche und keine gegen die humanitären Lösungen, sondern eine Antwort auf eine politische Struktur in Europa, die eben die Vielfalt in Europa widerspiegelt. Ich habe noch eine Frage an Sie, weil ich das Sie sagen, ist, also weil das ja tatsächlich nicht mein Punkt ist, aber Sie jetzt nochmal wiederholt haben, dass Sie sozusagen auf gar keinen Fall eine Vereinheitlichung oder eine Gleichmachung wollen. Aber inwiefern würde denn eine Partizipation von Bürgerinnen auf transnationaler Ebene, also sagen wir jetzt mal zum Beispiel durch so etwas wie einen europäischen Bürgerrat, der ja in dieser Conference on the Future of Europe gefordert wird, oder erwähnt wird, wie würde der denn zu einer Gleichmacherei beitragen? Das verstehe ich nicht. Es würde doch eher ganz im Gegenteil eine europäische Diskussion auslösen, indem wir auch unsere Unterschiede feststellen, aber versuchen trotzdem in diesen Unterschieden gemeinsame Lösungen zu entwickeln, ja, die wir doch ganz klar brauchen. Ich bin da ja ganz Ihrer Meinung. Ich bin sehr für solche Diskussionen. Ich habe selbst als Bürgermeister hier in vielen Fällen Städtepartnerschaften aus diesem Grunde geschaffen. Mit Shanghai, mit Osaka, mit Dresden oder wie auch immer. Also ich bin sehr, auch mit Frankreich natürlich, ich bin sehr für diese Form von Dialog. Ich bin und von dieser Form, einer solchen Form von Zusammenfassung und gemeinsamer Willensbildung. Aber ich bin dagegen, dass man daraus direkte Demokratie macht. Das ist mein entscheidender Punkt. Ich bin dafür, dass man in Europa Öffentlichkeit schafft, dass man sich gegenseitig informiert, dass man mehr weiß darüber, warum die Franzosen dies so sehen und wir dies anders und die Polen das nochmal so. Aber dass wir sozusagen den Versuch machen, diese kulturellen Hintergründe und Geschichten einzuebnen, das halte ich für einen fatalen Weg für Europa. Also ich glaube, da stimme ich Ihnen zu. Das war auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Ich sehe das nur nicht so, dass ich bin nicht per se so stark gegen dieses Instrument direkter Demokratie, wie Sie es sind, weil ich da nicht die Gefahr sehe, die Sie formulieren, dass dieses Instrument per se zu einer Gleichmacherei führt. Ich glaube, das ganz im Gegenteil. Wir haben ja jetzt viele Jahre versucht, Dialoge zu führen. Und wir müssen jetzt auch, und wir sehen sozusagen aber Themen, die an Dringlichkeit hinzugewinnen. Wir können ja auch nicht einfach so weitermachen und sagen, wir werden diesen Dialog schon irgendwie führen. Aber wir müssen ja auch neue Wege weiter des Dialoges eingehen. Und so aber ein Instrument könnte ja ein neuer Weg sein, diesen Dialog auch zu forcieren. Der Dialog ist eine gute Idee. Ja, aber es muss sozusagen aber auch eine politische Kraft daraus erwachsen. Aber die direkte Demokratie ist kein Dialog alleine, sondern ist ein Instrument für Entscheidungen. Genau, genau. Und ja, da bin ich auch auf nationaler Ebene dagegen, da bin ich auf der Ebene von Gemeinden dafür. Aber ich bin dagegen, das auf nationaler Ebene zu machen, weil ich das für einen gefährlichen Weg halte,
wenn wir sozusagen Volksstimmungen übertragen können, kurzfristig auf politische Entscheidungen. Das ist in Europa noch gefährlicher, weil es in diesem Sinne kein europäisches Volk gibt, keine europäische Kulturgemeinschaft, weil es große Unterschiede zwischen Italienern, Spaniern, Portugiesen, Dänen, Schweden und Deutschen gibt, die auch kulturell sozusagen über Jahrhunderte entstanden sind. Und da den Versuch zu machen, das sozusagen zu einem einheitlichen Instrument zu machen, indem man Volksbefragungen über ganz Europa macht, das halte ich für falsch. Aber jede Form von Dialog ist gut, jede Form von sich kennenlernen ist gut, jede Form von grenzüberschreitenden Interessen ausgleichen ist exzellent. Ich bin ein großer Anhänger einer europäischen Entwicklung, aber einer vernünftigen, die machbar ist und keiner, die Träumen nachhängt und am Ende nur im Chaos enden kann. Ja, dann glaube ich tatsächlich, dass das Instrument des Bürgerrates, das ist eine gute Idee. Weil wir uns wahrscheinlich beide einig sind, dass direkte Demokratie nicht das Allheilmittel sein wird, weil es auch so viele Schwierigkeiten hat und wir gesehen haben, was in der Vergangenheit, wie der Brexit irgendwie passieren kann, wenn es eben nicht durchgeführt wird in einem Kontext oder ja, in dem sozusagen auch tatsächlich gleicher Zugang gewährt wird zu Öffentlichkeit und Meinungen. Aber Bürgerräte sind sozusagen dafür ja im Gegensatz ein Instrument, die sowohl, aber auch die politische, also es sind ja immer Beratende, deswegen auch keine Konkurrenz zur repräsentativen Demokratie, beratende Organe, die aber durchaus natürlich nicht nur dann allein sagen, okay, da haben Sie sich jetzt was Schönes ausgedacht und vielen Dank, Sie dürfen dann nach Hause gehen, sondern natürlich auch irgendwo eine Konsequenz daraus erwachsen muss. Und ich finde, wenn man sich das nochmal aber genauer anschaut. Das heißt Konsequenz erwachsen. Ja, Konsequenz heißt zum Beispiel, wie es jetzt gerade, wenn man sich das anschaut, wie die Klimaräte oder der Klimarat in Frankreich funktioniert hat, gibt es sicherlich auch viel Kritik, aber was dort passiert ist, dass sie ja über 9 Monate sich getroffen haben, es waren ausgeloste Bürgerinnen, ich glaube 150. Und am Ende kam dann ein langes Dokument raus, aber auf jeden Fall mit sehr konkreten Empfehlungen. Und Macron angekündigt hat, tatsächlich bis auf 3 dieser Empfehlungen, alle anderen, ich glaube auch 150 Empfehlungen, auch umzusetzen. So, also da gibt es sozusagen eine sehr konkrete Anbindung und auch eine sehr große Öffentlichkeit. An Umfragen wussten 80% der Franzosen über diesen Prozess Bescheid. Also insofern schon ein Erfolgs. Das ist auch völlig richtig, kann man auch machen. Ob das ein Erfolg ist oder wird, das wird man erst noch sehen. Das kommt darauf an, was man daraus machen kann. Im Übrigen ist natürlich die Klimadebatte zwischen Deutschland und Frankreich als solche fast unmöglich, weil der eine für Atomenergie ist und der andere dagegen. Und die Atomenergie ein entscheidender Teil der Klimapolitik der Franzosen ist. Wenn ja, wäre vielleicht interessant zu sehen, wie es auf Bürgerebene ist, ob es da auch so ist. Dann könnte Frankreich den Klimazielen überhaupt nicht folgen. Und wir haben das Problem, dass wir die Nuklearenergie abgeschafft haben. Ich war selber Mitglied dieser Ethikkommission, die diese Entscheidung an die Bundesregierung empfohlen hat. Ich bin heute nicht mehr so sicher, ob es die klügste Entscheidung war, die wir getroffen haben. Aber wir haben sie getroffen und wir müssen heute dazu stehen. Aber Sie sehen an diesem Punkt allein, dass es eine gemeinsame Öffentlichkeit in der Frage der Energiepolitik zwischen Deutschland und Frankreich gar nicht geben kann. Wir können zwar darüber reden, dass wir den Klimaschutz machen wollen, aber wir können nicht darüber reden, wie man es macht. Denn Frankreich macht es mit Nuklearenergie und wir machen es mit Windrädern. Und dieser entscheidende Unterschied, den wir hier haben, der führt auch nicht zu einer gemeinsamen Öffentlichkeit und damit auch nicht zu der Möglichkeit einer demokratischen gemeinsamen Entscheidung. Das ist absolut klar. Das kann man auch, wenn man es mal versteht. Aber das beschreiben Sie jetzt auf der staatlichen, auf der Regierungsebene, aber Sie wissen nicht, ob es so auch auf Bürgerebene ist. Frankreich hat es, wenn ich das richtig gelesen habe, in diesen Bürgerräten keine Debatte gegen die Kernenergie oder eine ganz unerhebliche Debatte gegen Kernenergie gegeben. Weil das ist französische Politik, die sind sowieso sehr technologieorientiert und die hängen an dieser Kernenergie. Und bei uns haben wir sie aus welchen Gründen auch immer, ich habe an der langen Debatte über Tage und Nächte in dieser Ethikkommission teilgenommen, wir haben sie mit guten Gründen damals abgeschafft. Unter anderem deswegen, weil wir nicht wussten, wie man mit den Resten umgeht. Also Castor war vielleicht fast wichtiger in dem Zusammenhang als die möglichen Schäden der Energie selbst. Aber wir haben es abgeschafft und das könnte man in Frankreich gar nicht beginnen, diese Debatte. Könnte man gar nicht beginnen. Ja, ich glaube nicht, dass wir das tatsächlich nur entlang nationaler Grenzen debattieren können. Ich glaube, das ist genau die Herausforderung, dass wir jetzt schaffen müssen, so einen Dialog transnational zu führen. Weil wir natürlich nicht nur in Frankreich und nicht nur in Deutschland eine Energiewende voranbekommen. Und wie wir sie umsetzen, das kann ja vielleicht auch
unterschiedlich passieren. Aber dass wir sie umsetzen müssen, das ist ja, das muss der gemeinsame Nenner sein. Ja, haben wir ja und, auch. Und darüber sozusagen dann zu überlegen, macht es nicht Sinn, einen europäischen Klimarat durchzuführen, finde ich eine interessante Frage. Aber dieses ist inzwischen international. Also da können wir gar ja, nicht. Ja, natürlich sogar global. Die Pariser Vereinbarung ist eine internationale Vereinbarung. Dann gibt es verrückte Leute, die in den USA, die dann aussteigen, hoffentlich wieder einsteigen hinterher. Ich fürchte, wir sind am Ende unserer Debatte, oder? Genau so ist es richtig, ja. Geht schnell vorbei. Geben Sie uns noch mal eine Chance oder sollen wir aufhören? Sie können jeder noch, sagen wir noch ein Schlusswort gerne, dann finden aber wir das. Aber Frau Willisbach müsste das Schlusswort sprechen, denn sie hat das angefangen, sie sollte das werden. Ach so, ich dachte, Sie dürfen deswegen das Schlusswort sprechen. Nein, machen Sie mal. Ich kann auch, aber machen Sie mal. Ja, vielen Dank. Also ich vielen Dank für die Diskussion. Ich glaube, wir waren uns in einigen Punkten durchaus einig. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir mehr Dialog brauchen und vielleicht sind wir uns nicht einig, wie wir diesen Dialog besser fördern können oder sehen da noch Unterschiede. Ich wäre auf jeden Fall dafür und ich habe auch mich schon in der Vergangenheit dafür eingesetzt, dass wir es versuchen, auf EU-Ebene einen Bürgerrat durchzuführen, ist zumindest mal als Experiment versuchen. Und das heißt aber vor allem natürlich dann auch die Öffentlichkeit dafür zu schaffen. Bürgerräte ist ein großer Begriff, unter dem sich viel subsumiert. Und da muss man natürlich auch genau hinschauen, wie das funktionieren kann, damit das auch zu einem Erfolg wird. Da haben wir aber viele gute Beispiele und ich würde mir wünschen, dass wir da in den nächsten Jahren hinkommen. Also wo die Politik was lernen kann von den Bürgern, sollte sie mit beiden Ohren zuhören. Aber sie kann nicht den Willen der Bürger in Europa als Ersatz für politische Entscheidungen nehmen. Das ist meine Schlussfolgerung. Alles klar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden. Ich habe natürlich mit großem Interesse mitgenommen, dass es so etwas wie europäische Öffentlichkeit deutlich mehr geben muss und in welcher medialen Form wir das dann machen. Ich glaube, das wäre nochmal eine eigene Debatte. Und was dann sozusagen aus der medialen Form erwächst mit den ganzen neuen Medien, die dazukommen, die auch für mich gelegentlich grenzwertig sind. Das will ich gerne zugeben, aber vielleicht ist das Teil des Problems, dass wir uns da noch Antworten geben müssen und dass da dann auch politische Partizipation erwächst. Das wäre ja das eigentliche Ziel von Europa, dass es nicht gleich wird, aber dass sozusagen der Verständigungsprozess und der Aushandlungsprozess, ich glaube, da haben wir noch viel Luft nach oben, dass das anders läuft als in jenen Runden in Brüssel, die wir bisher alle kennen, auch als Journalisten dann gelegentlich erleiden, wenn wir da vor den Türen stehen und morgens irgendwelche Entscheidungen gefällt werden, die nicht immer so ganz sinnreich sind. Also da ist noch viel Luft nach oben und da hoffe ich dann sehr drauf, wenn ich das am Ende so sagen darf. Erstmal bedanke ich mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für die Einsichten, die Sie uns da vermittelt haben. Und wir haben jetzt keine Pause, sondern eine andere Form von Networking. Dann gibt es anschließend die Arbeitsgruppen. Und ganz am Ende dieses Tages fassen wir das dann zusammen. Ich bedanke mich bis hierhin erstmal bei allen, die auch mitgewirkt haben, dass es so wunderbar funktioniert hat. Also wir danken Ihnen und ich danke besonders Frau Böllesbach, weil ich hoffe, dass es in Zukunft mehr so viele junge Frauen geben wird in Europa wie Sie, die da Druck machen in der Beziehung und dass es auch andere gibt, die warnen, wo eventuell Probleme entstehen. Wir haben einen guten Dialog geführt, fand ich. Ja, vielen Dank auch an Sie. Dem gibt wenig hinzu. Da kann der Moderator nichts hinzufügen. Ich kann nur sagen, Sie haben recht beide. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das, was wir hier gemacht haben. Also jetzt haben wir dann keine Pause, sondern die andere Form von Networking auf unserer Plattform und am Ende des Tages fast.